Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoserie, der wir uns mit dem Thema beschäftigen, was wäre wenn? Und in dieser ersten Folge fragen wir uns, was wäre wenn die DTM 2022 immer noch mit dem Class 1 oder Class 1-Reglement fahren würde? Dazu sind wir hier in R-Faktor 2 reingegangen, weil hier gibt es den neuen BMW M4, allerdings nicht als GT3, sondern eben als besagte DTM-Version von ja, den ganzen letzten Jahren, bevor die auf GT3 gewechselt sind, als Class 1-Auto. Gibt es ja, kostenlos zum Runterladen im Steam Store, ist auch offiziell, ist keine ja, privat gemachte Mod. Und ja, die macht sehr viel Spaß. Und ja, da probieren wir heute mal aus, wie ja, wie das Auto sich im Vergleich zu GT3 und GTE-Autos schlagen würde. Gegen die ja diese Fahrzeugklasse quasi ersetzt haben. Dazu fahren wir heute mal ein kleines Rennen auf Hockenheim und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, wir sind in Game und wir starten jetzt hier mal im BMW Class 1 M4 von der letzten Position. Schauen mal, wie wir hier an den erstmal GT3s, beziehungsweise da vorne links sehen wir auch schon in einen BMW GTEs vorbeikommen. Aber ja, im Start staut es ein bisschen. Aber was man auf den ersten Metern schon direkt sieht, die Class 1-Autos deutlich schneller als vor allem die GT3s, aber auch GTEs. Also mehr außen in der Parabolika. An einigen Autos vorbei. Hier innen möglichst ohne Kontakt vorbeikommen. Ja, bisschen scheppert's, aber nichts passiert. Man sieht gleich schon den Speed hier im Vergleich zum Porsche zum Beispiel. Den verlassen wir komplett. Hier kann man auch fast voll rumfahren. Dann die GT-Autos da doch was bremsen müssen. Ja, DTM ohne Klasse 1, Klasse 1-Reglement ist schon ein bisschen seltsam. Ich finde die Umsetzung mit den GT3-Autos zwar an sich nicht schlecht, solange nicht sowas passiert wie im letzten Saisonfinale, was ja durchaus, naja, kurios entschieden wurde und auch sehr kontrovers. Aber ja, man vermisst die Klasse 1-Autos schon und deswegen umso cooler, dass der neue BMW M4 hier in R-Faktor 2 umgesetzt wurde. Der ist ganz normal im Spiel drin. Könnt ihr euch über den Steam Workshop runterladen und dann ja, wie quasi jedes andere Auto auch ganz normal installieren. Ja, nutzt auf jeden Fall die Chance, macht sehr viel Spaß. Ist auch sehr schnell. Und das DRS funktioniert auch. Das werden wir jetzt hier im Rennverlauf, denke ich mal, auch noch sehen. Das ist noch nicht freigegeben. Die Regeln funktionieren. Wirklich? Okay. Müssen wir sogar vom Gas, wenn irgendwo Platz ist. Also da sieht man schon deutlich den Geschwindigkeitsüberschuss, den wir hier haben. Bisschen vorsichtig reingebremst in die Spitzkehre. Ja. Trotzdem leichte Berührung mit unserem Vordermann. Wir sind jetzt mittlerweile schon auf Platz 17 vorgefahren. Vor allem durch die gute Startphase. Und weil sich das Feld hier immer noch sortiert. Hier am nächsten Lamborghini vorbei. Ja, ich dachte mir, mit den GT-Autos nehmen wir mal ein paar IMSA-Lackierungen, weil ja gerade so viele DTM-Fahrer mit GT3-Autos in Daytona beim 24-Stunden-Rennen unterwegs sind. Das passt eigentlich ganz gut, dass die sich dann auch mal die DTM angucken wollen, hier auf dem Hockenheimring. Eine Strecke, die hier wirklich gut umgesetzt ist. Das müsste eine gemoddete Strecke sein. Ich glaube, die ist nicht im Hauptpaket mit drin. Die habe ich mir, glaube ich, aus dem Steam Workshop runtergeladen. Aber das ist eh enorm bei R-Faktor 2.
wie unfassbar viele Mods das für das Spiel gibt und auch wirklich gute Mods. Also die Strecke macht so viel Spaß hier in dem Spiel auch, gerade mit den DTM-Autos. Also probiert die auf jeden Fall mal aus. Wir haben auch noch weitere Strecken. Ui, oh, da ist jemand aber ganz schön über den Curb geflogen. Ja, die Curbs sind hier ziemlich, ja, extrem dargestellt, aber in echt sind da die Wurst-Curbs, diese orangenen großen, auch sehr heftig. Wenn wir hier am Porsche ja wirklich vorbeifliegen, kann man sagen. Also das passt schon ganz gut. Und auch das Cockpit, ja, ist sehr schön getroffen. Sieht wirklich aus wie die Klasse 1 Autos von innen. Nur dass es von außen das neue Kleid, das M4s gab. Das wirklich, also als DTM-Auto mit dem Riesenflügel sieht es schon echt gut aus. Man kann sich natürlich über den, über die BMW-Niere, über den Grill streiten, wie man will. Aber ich finde, sowohl beim GT3 als auch hier beim, bei der Class 1 Adaption, da sieht das schon ziemlich gut aus. Wir sehen unten links im Chat stehen, das seht ihr jetzt gerade nicht, weil die Kamera davor ist. Rear Flap System now enabled, das heißt, der kommenden Runde ist DRS an. Genau, wenn ihr das DRS in den Einstellungen sucht, müsst ihr nach Rear Flap suchen. Das ist ein bisschen, ja. Und da sehen wir schon rechts im Dashboard, ist gerade blau geworden, als ich es aktiviert habe. Jetzt ist es gelb, wir können hier DRS benutzen. Und gerade mit dem DRS fliegt man hier wirklich an den GT3 Autos nur so vorbei. Wird's eng. Weiß nicht, ob er zuzieht. Mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber hier viel besseren Exit und DRS wieder auf. Man muss aber vorsichtig sein in den Kurven. Man merkt ja schon, wie wenig Abtrieb man auf einmal nur noch hat. Aber man sieht es oben im Delta, wie viel das dann doch bringt. Also DRS ist auch wirklich top umgesetzt. Benutzt es mal nur auf Start-Ziel der zweiten Geraden und auf der langen Geraden. Theoretisch könnte man das hier überall benutzen, weil es von der Strecke nicht keine DRS-Zonen quasi gibt. Das ist das einzige Manko, was ich jetzt an der Strecke wirklich festgestellt habe. Ansonsten, ja, kann man hier sogar mit über 100 Autos auf Hockenheim fahren, was, ja, nicht so wirklich sinnvoll ist, um ehrlich zu sein, auf der doch nicht allzu großen Strecke. Aber wer mag, kann das gerne tun. Wer schon immer mal mit einem 100 Auto starken DTM-Feld fahren wollte, kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Und eigentlich alles, was ihr dafür braucht, ist das Grundspiel, was es ja immer wieder für, ja, um die 50 Euro gibt. Jetzt sind wir nicht nah genug an einem anderen Auto dran. Wir sehen im Dash keinen DRS. Ah, hier ein bisschen weit gegangen. Das Auto kann man aber wirklich extrem pushen. Da muss man auch erstmal das Limit finden. Und wir sind 6,5 Sekunden hinter Platz 3. Die wollen wir natürlich in den verbleibenden Minuten noch aufholen. Ja, DTM früher immer eine sehr spannende Serie schon gewesen, gerade mit dem Class 1 Reglement. Durch die GT3 Autos hat sich das jetzt nicht doll geändert, aber beim Zuschauen merkt man natürlich schon den gewissen Unterschied und vor allem, dass die Autos ja nicht nur langsamer, sondern einfach anders sind. Und ich finde, eine zusätzliche GT3-Serie ist natürlich irgendwie ein bisschen schade, weil die GT3 war ja in Deutschland eigentlich immer nur bei den ADAC GT Masters oder der VLN bzw. 24 Stunden Nürburgring zu Hause. Das ist dann doch fast ein bisschen zu viel GT3. Ich meine, auch die amerikanische IMSA-Serie, ja, stellt komplett auf GT3 um und die europäische Langstreckenserie WEC demnächst auch. In den kommenden Saisons, da war es eigentlich schon ganz schön, dass die DTM ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Mal gucken, wie lange es dauert, bis da ein eigener Weg gefunden wird. Es wird ja
mal wieder mit dem Gedanken gespielt, eine elektrische Form von DTM zu machen. Muss man dann mal sehen. Ah ja. Ein Tick früher muss ich ja noch bremsen. Aber ja. Mal schauen. Solange das Racing wieder so wird wie ja vor allem früher. Ich meine, die Klasse 1 Autos da konnte man gefühlt noch mehr Rad-an-Rad-Action und kleine Berührungen ja, aushalten und machen als mit den aktuellen GT3 Autos. Obwohl das Racing jetzt auch nicht schlecht ist, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es war schon was Besonderes. Das wäre schon sehr cool, so ein Auto, wie gerade den neuen M4, noch mal als Class 1 Auto zu sehen. Und ja, wenn er irgendwann elektrisch kommen sollte, wäre es auch ganz cool. Aber den ja, unfassbar geilen Sound der DTM wird man dann wahrscheinlich schon ein bisschen vermissen. Das wird für viele Fans wahrscheinlich auch dann eher ein bisschen abschreckend sein. Obwohl ich glaube, mit der GT3 wird sich DTM langfristig auch nicht halten. Und ich glaube, dass die GT3 Autos für die DTM wirklich nur eine Übergangslösung sind. Und auch wenn sie nicht schlecht sind, aber wie gesagt nicht so ganz passend für die Serie. Und ich glaube, gerade die langjährigen DTM-Fans, ich auch einer bin, die ja, würden da schon gerne wieder ein bisschen was anderes erleben. Was die Autos angeht. Kommen langsam aber sicher ran an Platz 3. Vorne sehen wir dann schon, 5 Sekunden. Haben jetzt auch mal hier die Kurvenkombination etwas besser erwischt. Direkt einiges aufgeholt. Gucken, ob wir in der verbleibenden Zeit dann noch rankommen. Ja, Strecken dieses Jahr haben wir in der DTM-Saison ja, zuerst Portimao, was mich erst ein bisschen überrascht hat, Portimao da zu lesen. Aber das ja, stelle ich mir ganz cool vor mit den GT3 Autos. Ansonsten natürlich viele alte Bekannte, Lausitzring, Imola, Norisring. Die Strecke haben wir hier auch als Mod drin in R-Faktor, habe ich schon runtergeladen. Wenn ihr dazu ein Video sehen möchtet, ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann machen wir das. Ansonsten natürlich, ja, wie immer, Nürburgring. Muss ja wohl einfach sein. Genauso wie Hockenheim. Ich glaube, mehr Tradition für die DTM als die beiden Strecken gibt es nicht. Ansonsten haben wir noch Spa und den Red Bull Ring dabei. Also, ja, eigentlich ganz gute Strecken, auf denen gefahren wird. Nur das Alleinstellungsmerkmal fehlt einfach nach wie vor so ein bisschen. Also, weiß nicht, da sollte man sich vielleicht was überlegen, dass man ja irgendwas an den Regeln verändert oder ja, irgendwas anders macht als bisher, weil bislang sind das quasi dieselben Autos wie in jeder Serie auch mit, ja gut, leicht anderer Balance of Performance. Das heißt, die Autos sind ein bisschen schneller, weil sie keine oder weil sie mehr Leistung haben als das teilweise in anderen Serien. Aber ja, das ist jetzt für den Zuschauer auch nicht so wirklich merkbar. Kann man höchstens mal sehen, wenn man die Zeiten mit anderen Rennserien vergleicht. Aber ja, weiß nicht, ob langfristig das viele Fans halten wird, nur dieses Argument. Wenn man gerade Autos auch hat, die ja, so einen hohen betöbenden Ton haben. Der Sound von den GT3s ist ja schon nicht schlecht, aber ja, DTMs, gerade wenn man die früher live erlebt hat, dann, ja, weiß man schon, was einem da so ein bisschen fehlt. Das ist schon nochmal ein bisschen anders als GT3, obwohl ich absolut nichts gegen die Reihe habe. Ich liebe GT3, aber eben nicht so ganz in der DTM. So, noch 1,5 Minuten hier zu fahren. Sind mittlerweile unter 3 Sekunden. Vielleicht kriegen wir nochmal DRS auf den Kollegen der Frauens, auf Jackson. Ganz spät gebremst. Das
war jetzt nicht so ganz gut. Hat jetzt viel Zeit gekostet. Der Sprung geht wieder auf 3,5 Sekunden hoch. Aber ja, ansonsten auch den Lausitzring. Und ich meine, Spielberg und Spa habe ich hier schon in R-Factor 2 geladen. Also, ja, wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, das, ja, vor allem hier das neue DTM-Auto oder, ja, andere Autos da auszuprobieren, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr da sehen wollt. Würde mich sehr interessieren. Weil, ja, Spaß macht es auf jeden Fall. Vor allem auch, weil sie nicht so ganz einfach zu fahren sind. Wie ihr seht. Aber man kann die so schön pushen. Das macht echt Spaß. Und ja, man sieht von den GT3 und GTE-Autos genau gar nichts mehr. Wenn das Rennen ein bisschen länger gehen würde, würden wir schon wahrscheinlich sogar bald in die Überrundung kommen. Wenn jetzt hier der Timer abläuft und wir in die letzte Runde gehen. Die Runde war jetzt natürlich nicht gut. Ein bisschen an Boden verloren. Aber es macht nichts, das ist ja eh nur, um euch das Ganze hier ein bisschen näher zu bringen. Und ich finde das Thema DTM einfach sehr interessant und ja, rede da ziemlich gerne drüber. Weil es halt, ja, eine der, ja, man kann schon fast sagen, geschichtsträchtigsten Formen des Tourenwagensports ist. Also nicht viele Klassen, die es so in der Welt gibt, haben so eine lange Tradition. Und ich würde auch sagen, so viele Fans dahinter stehen, denen ja auch ordentlich was geboten werden sollte. Mal schauen, jetzt wo René Rast wieder zurück ist und zusammenfährt mit Kevin van der Linde. Ja, erwarte ich nächstes Jahr eh ein ziemlich starkes Audi-Team. Aber schauen wir mal, wie er sich dann im GT3 beweisen kann. Und er ja bisher in den GT3s auch immer eine sehr gute Leistung abgeliefert hat, wenn es um 24 Stunden Nürburgring und Co. ging. Also da muss ich die Konkurrenz wahrscheinlich schon wieder ziemlich anstrengen, wenn wir hier nochmal einen kleinen Quersteher haben. Und dann hier über die Linie gehen auf Position 4. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Videoreihe hier gefällt und ihr davon weitere Videos sehen möchtet, dann ja, schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder nach unten, wenn nicht. Und abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.